Jalandharasana, auch genannt Jalandhara Asana. Die Stellung des Yogaweisen Jalandhara. Rafaela von Yoga Vidya zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Lotus. Aus dem Lotus heraus gibst du die Unterarme zwischen Unterschenkel und Oberschenkel. Dann gibst du die Hände auf den Boden und mit einem leichten Schwung oder mit der Kraft der Arme hebst du das Becken hoch, so lange, bis du die Stellung ruhig halten kannst im Gleichgewicht. Das ist dann Jalandhara Asana, auch genannt Kukutasana, die Stellung des Hahnen. Jalandhara ist einer der 84 Nath-Siddhas, einer der 84 Meister-Siddhas der Natha-Tradition, nach denen die verschiedenen Asanas benannt werden. Es rentiert sich, es immer wieder auszuprobieren. Übrigens kennst du vielleicht auch Jalandhara Bandha. Das ist der Verschluss dieses Weisen Jalandhara. Mehr Informationen über die 84 Nath-Siddhas und alle Asanas auf wiki.yoga-vidya.de.